Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Kettle und Cops. Ich wünsche allen einen schönen Samstag, fällt mir gerade so ein. Ja, ansonsten, heute beginnt wieder eine neue Aufnahmesession von 7 Folgen. Vielleicht über 8 oder 9, um einen Rhythmus zu bekommen. Erstmal schauen, wie ich das heute drauf will. Ja, der Drescher ist, die Ernte ist abgeschlossen. Und nun sieht der Drescher mistig aus. Wir haben noch knapp eine halbe Stunde Zeit zu waschen und ja, das können wir im Hof machen. Vielleicht fahren wir noch zum Händler hin, mal sehen. Ich werde mal starten. Ja, Update war noch nicht. Ist ja auch nicht möglich, ne? Ich fahre halt mal die Außenansicht, weil kann ich halt besser sehen, wie ich das am besten fahren kann, ne? Weil ja die Steinfeld. Achso, das wollte ich vorhin noch ändern. Das wollte ich deaktivieren. Und das fahren wir so hoch. Wir haben nur noch 5,5 Liter Diesel drin, ne? Das ist nichts normalerweise. Ich hatte schon Angst gehabt, dass wir die Erde nicht schaffen. Aber jetzt sieht noch gut aus. Also 5x3. Ne, holt doch bergab. Bergab können wir dann schon, ne? Theoretisch. Schauen wir mal. Normalerweise ist der Tank ja so, dass eigentlich immer ein Rest drinnen bleibt. Das ist ja gar nicht anders machbar, je nachdem wie der Fahrzeug steht. Das, ja, der Pumpe oder die Schlauch, ja, ein ungünstige Ecke ist. Und so wie jetzt bergab geht. Und da kommt dann nichts an. Gibt schon Probleme, ne? Ich will da keine Kollision haben. 4,8 wird reichen. Ich wollte ja zumindest gewaschen zurückgehen. Und dann wollte ich den unsere Erde verkaufen. Ne? Ja, Montag bei mir. Ne? Hab jetzt laut Plan 3 Wochen lang Frühschicht. Arbeitskollege hat Urlaub. Und dann kann ich ja nächste Woche, wenn nichts anderes dazwischen kommt, auch entsprechend da früh machen. So. 4,1. Oh, wird eng. Ich habe mir das Geld für einen Schneidwerkswagen gespart. Oh, Mietze, bist du wahnsinnig. Ja, genau. Aber die Katze begrüßt mich immer hier. Der Hund natürlich auch. Obwohl die immer am selben Platz sind. Ich werde erstmal tanken. Ich habe ja hier ein bisschen, kann mir reintanken, ist egal. Ich höre gerade wieder mein Lager. Da wird der eine voll sein, der Trigger wird voll sein. Hat den Kollision? Ach, da geht mit R auf? Gibt's doch gar nicht. Damit können wir tanken. Mal gucken. Ich meine, wenn er jetzt, wir haben jetzt halb 10, 27 genau. Und dann hätte er jetzt gesagt, er will gleich Zeug haben. Das ist aber so, ne? So. Muss ich gucken. Erstmal ausmachen. C. Innenansicht. So. Nur noch eher, ja. Gut, da gehen wir auf fürs Menü S2. Rennen, Vollgas, sind wir ganz kurz und streng.
die Maus aktivieren links. So. Autopilot zum nächsten Wegpunkt. Achso, das. Ah ja, gut, das ist ja unser. Heben, senken. Linker links, Kabinenlicht. Doch plus minus die Geschwindigkeit erhöhen und verringern. Mhm. Aber vom Tag fehlt nichts. Machen wir hier die Perspektive anders. Tja, gute Frage, ne? Ich weiß nicht, wo ich tanken soll. So. Vielleicht muss ich da ranfahren. Das sind das entsprechende. Also, starten ihre alte Gewohnheit LS. Mit Enter starten, wird hier sicherlich irgendwo gehen. Ich kann auch das Steinwerk erstmal abnehmen, ne? Kommen wir auch dichter ran. Oder Tag ist hier nicht vorgesehen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und dichter ran geht bald nicht. So, gute Frage, ne? Das weiß ich jetzt nicht. Aha, er ruft entladen, also B aus und ausklappen. Aber ich blicke das halt nicht durch. Wie tanken, weiß ich nicht. Bei andersherum kann sein. So gut möglich, ne? Zu sehen ist nichts. Halt! Da ist es doch schon. Da haben wir es. Na, so viel nicht. Ich bin ein bisschen geizig. Das ist gerade mal so, was bis zum Händler kommen, ne? So. Oh, das gibt's doch nicht. Also war doch irgendwo die Tanksäule. Ja. Sollen wir gleich mal an die Waschstation fahren? Waschen mal gleich. An der Nähe ganz schön, aber das liegt daran, dass ich ein Lager im Prinzip zu voll habe und nun ist der Rest im Bereich des Triggers drin, also eine Box kann ich unten, was im Erdreich drin ist. Also waschen möchte ich ihn schon. Wenn man die Reifen so anschaut, das wird ja sauber, ne? Und die Reifen sind hier das Problem ist eher der Rest, ne?
wo ich nicht sagen kann, ob das geldmäßig was ausmachen würde. Ich glaube eher nicht. Denn er ist, glaube ich, auch nicht eingesetzbar als Option oder so. Ne? Ich fahre jetzt mal zum Händler, ob ich noch hier durchkomme. Ich mache jetzt nicht die Innenansicht wegen, ja, weil ich sonst nicht sehen kann, wie viel Platz ich bei den Bäumen habe. Dann haben wir bald bei 10 Uhr im Händler angekommen, werde ich auf die Zeit kurz beschleunigen, aussteigen. Das hier werden wir übers Feld fahren. Mir fällt gerade so ein, wir haben hier noch KI-Verkehr und das war nichts, ne? Normalerweise darf ich hier nicht fahren, aber mach mal eine Ausnahme. Der hintere Verkehr würde ja warten, aber der andere, die warten nicht, ne? Der Gegenverkehr. Und die Steuer keine Kollision haben, Bäume schon, also. Da wird nichts mit Baum. Das macht Krach. So, mal gucken. Ja, geradeaus. Wir sind doch über Straße rauf. Bis sieht er mal. Bin ich hier richtig? Ich glaube schon. Bin ich verkehrt? Leute, bin ich verkehrt. Er hätte noch eine Kreuzung überqueren müssen. Verkehrt, Natur. Ich hätte noch einmal über den Berg fahren müssen. Na gut. Kann auf Straße fahren. Gut, dass ich nachgetankt habe und wir haben nie angekommen. Oh, Gegenverkehr. Der hat keinen Platz gemacht. Ich glaube, der hat mich schon Vertrauen. Vertrauen gut, ne? Aber Tempomat mit plus erweitern. Ja. Muss mal gucken, mal nächstes Mal testen. Denn das wäre doch interessant gewesen, für uns sein, wenn wir damit 10 km/h geerntet hätten. Ne? Das wäre natürlich angenehmer hier mit 16 oder mit 6. So genau, hier müssen wir mal hoch. 10.36 Uhr, ne, 9.36 Uhr. Um 10 Uhr sind wir zurückgegeben haben, ne? Ich meine, gut, wenn jetzt einer kommen würde und sagt, oh ja, zack, weg bist du. Ja, dann stehe ich da, mitten im Feld so ungefähr, ne? Oder kommt die Meldung, ich muss ein Häschen. Oder ich muss, Gebühr bezahlen, weil ich nicht hingefahren habe. Oh, hier ist eng. Ich hätte hier die Bäume gepflanzt. Was macht die Autos? Von links ist frei. Und vorne wird eng, weil da rechts Bäume stehen. Ne? Wird da sowas hingestellt hier. Ja, ich gehöre dazu. Ich habe ein bisschen die Option für die Grafikkarte, für die Natur erhöht. Die Sichtweise, also die Sicht, Entfernung her ist ein bisschen mehr zu sehen. Ab und zu mal ist es da ein bisschen schwammig, deswegen. Aber denke mal, mit dem kann man leben. Da sind wir, Händler. Gott sei Dank. In der Zeit. Also, Faustregel, sei mal ganz grob. Pro Feld eine Stunde. Dann sind wir gut dabei. Von der Zeit her. Mit hinfahren und zurückfahren. Klar, wenn wir jetzt 7, 8 Felder haben, an verschiedenen Standorten,
dann wird es kritisch, ne? Also wenn wir viel so fahren, wenn wir so am Stück. So. Jetzt machen wir, gehen wir ganz kurz. Jetzt haben wir 38, wir wollen ja abgeben, also kurz mal Maximum 120. Schlafen gehen wäre Quatsch, ne? Um 10 Uhr. Oh ja, jetzt mich rein. Also. Und, ey, gibt's gar nicht. Regen. Das ist ja ein Timing, sag ich dir, du. Ich muss gucken zu meinen. Das war Timing. So. Ach so. Also kaum ist die Ernte fertig, haben wir schon so. Haben wir eine Plane? Glaub nicht. Ist keine zu sehen. Gut. Schnell zurück. Ja, da können wir auch nicht verkaufen. Bei Regen geht nicht. Also das ist ungünstig. Werden wir auch nicht machen. Wir fahren einfach mal ins Dach und Fach. Und dann ist ja irgendwie Wahnsinn. Die Montagfolge fertig. Oh, das war nur ein Schauer. Da haben wir Glück gehabt. Ey, das ist ja Wahnsinn. Ob das Absicht war? Ja, verkehrte Richtung, Junge. Verkehrte Richtung, das ist doch nicht der Hof. Die andere Richtung muss man fahren. Aber das ist, ich sag mal, wettertechnisch gesehen, top. Also reicht auch von der Grafik her und so. Schön auszusehen, also schön. Und haben wir da was stehen lassen. Kleines Fitzelchen, macht nichts. Ja, Teller steht an. Oder Flügen. Ich weiß, da kommt ein Update. Die Woche sei schon, diesen Monat. Gut, sagen wir so. Das kann ich so nicht beeinflussen. Ne? Also im Prinzip erstmal, jetzt haben wir Juli, also bevor wir da überhaupt was machen können, also mit der nächsten Aussaat, ja, warten, und zwar müsste das theoretisch getellert werden, und zwar nicht gleich, jetzt müsste im Prinzip das Korn, was rausgefallen ist, also beim Dreschen im Prinzip, nur auf der Erde liegt, teilweise, also nicht alles, aber teilweise, wird hier sicherlich was liegen. Das müsste normalerweise erstmal aufkeimen und dann muss es beim Tellern unterbrochen werden, also das Wachstum. Und beim Pflügen dann richtig. Aber das machen wir noch nicht, wir verkaufen immer was. Da ja der Regen nicht lange anhielt, füllen wir das Lager auf, also den Anhänger. Das meine ich mit Verzögerung, dann ist halt so. Bloß mal reinfahren in die gute Garage, also in die Halle, um den einen leer machen. Also ungefähr 2x50.000 müsste ich haben. Und ein Rest muss ich gleich mal reinschauen. Das war hart. Bis nach auf jeden Fall was. Aber das schauen wir uns nächste Folge an. Ja, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Dann seid mal tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hoffe, das war heute nicht lang. Tschüss. Und nochmal ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen.